Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in dieses Loch rein, haben vor uns jetzt hier mit den örtlichen Vögeln zu prügeln und dieses Loch zu erkunden. Wir sind kurz davor, die Ebene hier abzuschließen, also das Gebiet hier, dass wir auf 100% kommen. Und dann machen wir jetzt den Vogel da fertig. So, die schaffen das schon. Tot. Ich muss aufpassen, dass sie nicht runterfliegen. So, jetzt haben die alle einen kürzeren Weg. Aber noch gibt es hier Dinge zu tun. Hier ist auch 100 Pro was vergraben. Nee, aber da hinten liegt was oben drauf. Okay, scheint offenbar alles hier zu sein. Ich lasse den mal da oben drauf, nicht, dass er mir aus Versehen runterknallt. Ich denke mal, auf der Ebene haben wir alles. Ja, haben wir alles. Dann mal weiter. %25, das heißt, wir haben 4 Ebenen. Das wird spaßig. Okay, verschaffen wir uns einen Überblick. Das wird spaßig. Das ist eine Eisblume. Okay, machen wir zuerst mal die Wand hier kaputt. So, ihr macht das mal eben kurz, Fratze. Hier ist der Weiterweg. Tot. Kaputt. Wir haben 7000 erreicht. Shining, Otchin, das Erkunden liegt euch ganz offensichtlich im Blut. Wir haben so viel Energie gesammelt, dass wir jetzt die Shepard vollständig reparieren können. Was? Schon? Hab's. Oh, Freizeitutensilien haben wir fertig. Die 6 armen Pikmin, die da allein die Wand aufprügeln. Ich habe das nicht meinen Auftrag gegeben. Eine Königsblume. Ich hätte gedacht, dass eine dermaßen riesige Blume unterm blühen würde. Ah, das ist also eine sogenannte Königsblume. Müsst ihr Pikmin hinein, nehmen sie die gleiche Farbe wie die der Blütenblätter an. Oh. Unglaublich, sie können die Farbe wechseln? Pikmin sind die merkwürdigsten Geschöpfe, die mir jemals begegnet sind. Das ist keine Kreatur. Na, ja, krieg ich ein paar Eis-Pikmin, ne? Die Knolle habe ich ja noch nicht. So, dann kommt mal her.
Dann gönnt euch mal. So, dann haben wir jetzt hier noch das Schienenstück. Das war auch der letzte Schatz. Dann mal weiter nach unten. Und ab nach unten. Whee! Die können wir uns instant gönnen. Okay. Ihr müsst bauen. Das muss auch erstmal freigeklopft werden. Okay. Ich hätte gerne erstmal mehr Pigments, bevor ich den da bekriege. Kommt mal rüber, meine Armee. Das ist offenbar einfach nur den Ausgang, den ich noch gerade frei gemacht habe. So, ich kann die Basis hierhin verlegen. Alle mal besser. Angriff! Nein, und schon bei dir ist es Unsinn, wenn du das absammelst. Da kämpfen Eispigmen. Kaputt. So, die transportieren ab. Hier ist dasselbe. Ich mache erstmal das Teil hier runter. Dann habe ich eine Abkürzung. Okay. Okay, hier haben wir offenbar alles. Tiefste Ebene. Oh nee. An die Viecher erinnere ich mich, die sind nervig. Angriff! Schnell tot, der kann nämlich meine Viecher wegblasen. Mit dem wollte ich mich nicht anlegen. Den wollte ich einfach nur schnell tot haben. Den kannte ich wirklich noch aus alten Spielen der Pikmin-Reihe. Der kann meine Pikmins übelst weit wegpusten. Universal ist Pudler. Eno Hey. Und das Stichwort neuer Look hin stellt Erkunden im ganzen Universum mit Lichtgeschwindigkeit sein können unter Beweis. Aber bei ihm kann ich wahrscheinlich mein Aussehen ändern, wenn ich will. Was macht denn ein Stylist ausgerechnet hier?
Er muss aus einem Grund hier sein. Wie heißt er? Nun, wir können ihn fragen, nachdem ihr ihn zurückgebracht habt. Was zum Geier wollte der hier? Ist doof, dass die Wirkung immer so kurz ist, ne? Bestimmt wäre Gefrieren gegen den richtig effektiv. Okay, nur noch der Ball hier, also die Bowlingkugel. Billardkugel, Entschuldigung. So, transportiert mal ab. Nee, wir hoffen mal alles hier. Nur der Bosskampf hier. Zum Glück ging das recht schnell. Waren gut genug für den gewappnet. Was heißt gut genug? Der konnte sich nicht mal wehren. Wir haben den Universalstylist gerettet. Wir haben eine Serie abgeschlossen. Okay, waren nicht gerade viele Gegner hier, aber Goldklumpen gab es viel. Kugel der Familie, innere Uhr. Das ist ein Timer. Unterschätztes Arbeitstier. Umkehrschiene. Ja, Serie für Freizeitutensilien. Langlebigkeitsförderer. Kugel der Überzeugung. Ehepartner-Alarm. Ring des Glücks. Erinnerungsfragment oben. Die Höhle hätten wir dann auch fertig. Dann fehlt hier nur noch eine einzige Ebene, ne? So, dann führe mich zum Schatz. Du wirst wahrscheinlich mich einfach nur zur anderen Höhle tragen. Also muss ich nichts machen. Na dann, rein in die Höhle. Königreich der Bestien. In dieser Höhle befinden sich viele verschiedene Punktkäferarten. Vielleicht bauen sie hier ihr eigenes Reich auf. Für sie bin ich nur ein Eindringling, den es unschädlich zu machen gilt. Sollte ein Kampf unausweichlich sein, muss ich mich auf meine Items verlassen. Okay, das sieht spaßig aus. Wir kriegen eine neue Pikmin-Art. Okay, bin gespannt, wie viele Ebenen es hier gibt. Erstmal. Da ist was versteckt. Hier haben wir einen großen Punktkäfer, Rohmaterialien. Okay, außer zwei großen Punktkäfern ist hier nichts. Es wird ja einfach. So, ich würde sagen, wir gehen hier unten rum. Wir machen jetzt erstmal das hier kaputt. Zurück. Das können wir intelligenter machen. Kaputt. So. Danke. Okay, ansonsten ist in der Ecke hier nichts. Würde ich gelbe Pigments brauchen zum Ausgraben, hätte mir das Spiel das gerade eben gesagt. Wir machen natürlich zuerst den Punktkäfer kaputt. Angriff! Ja, und die sind schlau und machen direkt die Feuerdinger kaputt.
So, ihr könnt hier dann schon mal aufbrechen. So. Dann wird jetzt alles abtransportiert. Hotchim bleibt mal eben kurz dort. Und ansonsten ist hier nichts. Okay, dann können wir in die nächste Ebene. Gefühlt werden diese Höhen immer leichter. Okay, ich krieg die Fels-Pikmin hier. Okay, da ist ein neuer Punktkäfer. Erstmal die Kreaturen hier fertig machen. Guckt sie euch an. Die wurden mit dem letzten Pikmin, also Pikmin 3, eingeführt. Das sind schon richtige Pikmin, oder? Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass Oli mal die in seinem Logbuch erwähnt hat. Mit Fels-Pikmin sind Steinart. Sie können Glaswände zerbrechen und in den Boden gerammt werden. Selbst Stacheln macht ihnen nichts aus. Doch trotz ihrer Zähigkeit können sie auf harten Oberflächen oder von den Zähnen mancher Kreaturen zerquetscht werden. Sie sind also hart wie Fels, hm? Tja, ich hätte sie wahrscheinlich wirklich für Steine gehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Pikmin sind. Und die werde ich noch brauchen. Weil nur mit denen gehen diese Wände kaputt. Es ist übrigens 10-mal effektiver, sie zu werfen. Das sammeln wir noch nicht ab. Wir müssen hier erstmal den Weg öffnen. So, jetzt können sie abtransportieren. Diese doofen Drecksviecher, ne? Ich find's lustig, wie sie da hinten gegen den Punktkäfer die ganze Zeit springen und den Punktkäfer das kaum zu jucken scheint. So, Mann, was seid ihr für Nervensägen? Irgendwie genau in diese Richtung. Jetzt habe ich Fels-Pikmin. Dann mache ich mir hier schon mal den Weg auf. So 20 ungefähr braucht man, um eine Wand kaputt zu machen. So, wir schleichen uns natürlich von hinten. Die schlafen mit offenen Augen. Da ist was vergraben. Ihr transportiert den ab. Und ihr grabt da. Die Fels-Pikmin sind eh nicht so gut im Graben. Eine Bambussprosse. Hm. Noch nie probiert. Okay, es geht noch mal eine Ebene tiefer. Hui! Haben eine richtige Armee hier. Bei Ebene 3 erst 33%. Okay, das könnte lange dauern hier mit dem Bestien Königreich. Oh nein. Dich kenne ich. Die wäre umhergerollt und hätte meine Pigments durchgehend zertreten. Ich weiß, dass ich jetzt wieder damit ein bisschen übertrieben habe und ihr jetzt nicht gesehen habt, wie die kämpft. Aber ihr wollt die auch nicht im Kampf erleben. Ich will sie zumindest nicht im Kampf erleben. Das ist ein Albtraum.
Wir können sie ja gleich, wenn wir beim bei der Piklopädie sind, mal kämpfen lassen. Auch das Blasebalgvieh. Bildungsreisende Touristin Mika. Heimatplanet Nishiki. Eine neue Dozentin an der Allion-Akademie, die den Geowissenschaftsclub der Hochschule als Mentorin unterstützt. Sie ist also Dozentin. Ob sie von ihrer Universität aus eine Exkursion hierher unternommen hat? Oh, aber das könnte ja bedeuten, dass noch mehr Leute von der Universität auf diesem Planeten gestrandet sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihr sprechen, um herauszufinden, wer noch alles hier ist. Also nochmal, das wäre ein riesiges Vieh gewesen, das hier durchgehend durch den Gang gerollt wäre. Meine Pikmin zerquetscht hätte. Außer mit Fates Pikmin wäre das hier schrecklich ausgegangen. Alle anderen wären wahrscheinlich dabei gestorben. Weil das Vieh kann richtig stark zerlegen. Sind das Pokerchips? Es geht noch tiefer. Ja, Leute, hier endet jetzt dieser Part. Die Aufnahme zu dem Part ging noch ein bisschen länger, aber diese Höhle, die ist wirklich so unglaublich tief, dass ich sie tatsächlich in zwei Parts aufteile. Deswegen sage ich an der Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!